Das war vor ein Jahr ungefähr. Das war eine normale Freitag, wo wir unsere Kreaplanung machen. Da haben wir gedacht, okay, wir haben viel zu tun, sind alle Leute ein bisschen überfordert und die Stimmung war einfach am Boden. Und dann nach dem Termin, alle Leute ein bisschen genervt, habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Da müssen wir zusammenhalten irgendwie. Ich plane in der letzten Minute Projekt ein und sage, hey Leute, es tut mir leid, das ist ein sehr wichtiges Projekt. Ich weiß, ihr seid alle schon überlastet, aber here it is. Und das war dem Grillmobil. Und die Leute, what? Und dann natürlich in 10 Minuten habe ich, weiß nicht, 5 oder 10 E-Mails. Hey Jeff, ich bin dabei, ich mache es. Cool. Und dann habe ich gemerkt, die Leute sind da, die Energie ist da, wir müssen jetzt einfach push. Ganz einfach, ging an den ganzen Verteiler und jeder, der sich angesprochen gefühlt hat, hat sich natürlich zusammengefunden. Ich wurde einfach zu einem Termin eingeladen, wo so diese Grundidee ganz rough mal im Raum geschwebt ist und man aber in diesem Termin die Idee eigentlich erst festgezurrt hat. Meine Originalidee war sehr einfach. Ich packe eine Kiste Bier auf einen Einkaufswagen, einige Metallkisten, wo ich die Kohle da reinschmeißen konnte und fertig. Aber ich bin in Deutschland. Ich habe das so für mich persönlich als Herausforderung gesehen. Wie setzt man denn sowas am schlausten um? Dann sind wir halt losgestampft und haben den Einkaufswagen besorgt, ausgeliehen. Und dann hat der ganze Prozess wirklich angefangen mit dem Kreativdirektor, der ein Reparaturmaster ist. Gesagt, ich baue die Dinge zusammen mit meinem Art Director. Und dann war der nächste wichtige Schritt, okay, gut, wir bauen diesen Einkaufswagen um zu einem Grill. Wie sieht der denn aus? Also ich saß da mit dem Andi zusammen und wir haben gesagt, okay, was ist denn der Style von dem Ding? Was ist denn die visuelle Idee? Und so kam halt eins nach dem anderen dann zusammen. Es war eigentlich wie, als würden jetzt ein paar Freunde zusammenkommen und ein Projekt und eine coole Idee umsetzen. Also es gab eigentlich die Grenzen von Kreation und Beratung oder CD und Praktikanten nicht. Und so hat jeder so seinen Teil beigetragen und alleine wäre es definitiv nicht so cool geworden. Also, muss man ganz klar sagen. Und am Ende die Praktikanten haben die ganze Launchparty organisiert mit der Assistent, mit Maren. Personen wie der Karl, der Sven, die Ina, Anja, also es sind so viele, die wir gar nicht erwähnt haben, die irgendwas beigetragen haben, egal ob klein oder groß. Also ich fand es ein super Projekt, einfach das auch in der perfekte Zeit kam, um einfach mal wieder Frische reinzubringen in das Unternehmen und einfach mal wieder Spaß zu haben mit Kollegen. Was wir mit vielleicht ein paar Euro in ein paar Wochen machen konnten, in ein paar Tagen, hat 3 Monate gedauert und ein paar 100 Euro gekostet. Aber das ist egal, weil genau deshalb hat Leute Bock drauf. Und das ist für mich die Zusammenfassung für das gesamte Projekt. Wir müssen wirklich diese Energie, diese Stimmung, die wir in diesem Projekt haben, in jedem Projekt, jeden Tag halten. Für schlechte oder für gute Momente. Egal. Und das ist für mich die wichtigste und coolste.